Recht herzlich willkommen zur 204. Folge von Simotrans. Ja, wir hatten letztes Mal gesehen, dass wir in Hardexen, war das glaube ich, in Hardexen, wo war der Hardexen? Ja, da waren wir da oben, genau. Da ist wir in Hardexen die Maschinenfabrik, war das, haben. Wo ist Hardexen? Da oben ist Hardexen, die aber keine Zulieferer mehr hat. So, und da war der Gedanke, wenn kein Zulieferer ist, dann gehen wir an die öffentliche Hand und die soll uns mal was machen. Ja, der Pumuckl hat geschrieben, danke dafür, ne, dass hier das rote Mannequin sagt, ich bin Spieler. Wenn ich drauf drücke, bin ich nicht mehr Spieler. Dann bin ich öffentliche Hand, das ist schon mal klar. Gut, dann müssen wir jetzt gucken, dass wir hier das Stahlwerk, also beide Stahlwerke liefern hier hin. Und die machen Haushaltsgeräte. Und wir brauchen dafür Bretter und Verpackungsmittel. So, das würde für mich bedeuten, das ist ein Sägewerk fällig. Und die Verpackungsmittelfabrik. So, hier oben können wir schön sehen, haben wir 0,0. Ne? Jetzt ist die Frage, was haben wir unten? Weil wir brauchen einen Zufallsgenerator, habe ich gedacht. Und da entscheiden wir dann, wo die Fabrik hinkommt. Blockiert? Passt schon, ne? Komm, dann machen wir mal die Karte auf, dann geht das schneller, ne? Habe ich schon geguckt. 511 war das und 475. 475. Das heißt, ich mache jetzt einen Generator auf, der 512 macht, also das sind dann, weil 512 wird nicht erreicht, also nur 511. Zufallszahl ist 90 und dann mache ich noch einen Zufallsgenerator mit 476. So, ich habe die 90 einmal und der zweite Schritt ist die 26. Das bedeutet, wir müssen jetzt 90, 26 finden. Das bedeutet, das muss ja auch hier oben irgendwo sein, ne? So, das war da. Ne, 90. War die 512. Die 512 ist aber die Längsrichtung. Also die erste Zahl ist die 90. Ne, die Karte ist doch so, oder? Die ist länger runter und weniger breit. Genau. Kann man hier sehen eigentlich, wo man hinklickt? Nein, leider nicht. So, das bedeutet, hier ist 50, also 26, das ist ja im Wasser wahrscheinlich, ne? Nee. 26 muss hier oben irgendwo sein. Da kommen wir der Sache schon näher. Ist da 90 hier irgendwo? 107, das ist leider da auch im Wasser, ne? Was haben wir denn hier? Oh. Ja, ist egal, das ist dann, machen wir die hier nebenan hin, denke ich mal, oder? Und wo kein Wald ist, gibt es aber Bretter, ne? So, jetzt die öffentliche Hand und jetzt müssen wir nochmal gucken. Ich weiß nämlich nicht mehr, wie es war. Ich erzähle dir so viel, aber ich weiß gar nicht, wo ich das jetzt bauen kann. Früher konnte ich das mal. Ich glaube, hier war das. Oder? Kartenfläche vergrößern? Nee, das wollen wir nicht. Verlegen, Markierung. Ich glaube, wir müssen den Karten Umspannwerk. Ich glaube, wir müssen hier rein, ne? Einwohnerzahl erhöhen. Statt da. Industriedichte erhöhen. Jetzt habe ich da drauf geklickt. Ist da jetzt was passiert oder nicht? Das ist jetzt die Frage gerade. Ja, es ist was passiert. Okay.
Kann man mit Steuerung Z hier zurück? Nee, kann man nicht. Das heißt, Learning by Doing, Doing by Learning. Hä, dann machen wir das doch so. Und, ne, wenn schon langweilig ist, dann haben wir jetzt doch hier Industrien dazugekriegt. Kohlebergwerk und so. Es wäre nur schön zu wissen. Wo hat er denn die Industrien alle hingesetzt, ne? Die Ölplattform ist schon klar. Stahlwerk. Hier hat er Sandgrube gemacht. Da ist ein Chemiewerk. Hier ist auch irgendwas, aber mir kommt es so ein bisschen so vor, als ob das wieder nur auf der linken Seite passiert ist, oder? Oder ist es nur im Fensterausschnitt passiert? Testen wir mal durch, oder? Okay. Jetzt sind ein paar dazugekommen, glaube ich. Industriedichte erhöht. Jetzt mal die Karte. Da kam Betonwerk, Kieswerk. Da Baustelle Eisenbahntunnel. Kohlekraftwerk. Achso, wir wollten jetzt gucken, ob wir... Das ist jetzt nur ein Test, ne? Läuft, oder? Stahlwerk. Zementwerk. Kohlebergwerk. Das ist nix. Eisenbahn. Ich glaube, das ist nur im sichtbaren Bereich gewesen. Kann das sein? Weil hier ist nirgends was dazugekommen. Das ist die Mühle Hopfenfarm. Hier ist nichts dazugekommen. Das passiert nur im ausgewählten Bereich. Tja, das bedeutet, wir machen das ganz einfach so, dass wir jetzt hier nochmal Spielstand neu laden. Das von 203. Und wir scrollen in der Karte raus, bis wir alles sehen, oder? Weiter kann man leider nicht raus, das ist ja voll doof. Das bedeutet, öffentliche Hand, da geht's doch auch so, ne? Firma ist pleite. Öffentliche Hand ist immer pleite. Das ist ja wie in der Realität, ne? So, da kann man hier wechseln. So war das damals, ne? Genau, jetzt erinnere ich mich. Die haben 89 miese, ne? Und wir haben so viel plus. Cool, oder? Jetzt bin ich doch der Spieler. Öffentliche Hand. Genau. Passt. Wo war das jetzt? Hier bei, ist gar nicht da. Doch, da ist er, ja. Okay. Ja, nützt nichts. Wir müssen über diesen Weg gehen, ne? Aber Editor wäre jetzt da. Was haben wir denn da noch? Ach, da haben wir Kunde neue Stadt, Stadtgebäude bauen, Sehenswürdigkeit bauen, Industrieanlage bauen. Guck, da haben wir doch das, was wir wollen. So. Zack, dann machen wir das mit der Industriedichte nicht, sondern wir machen wirklich das, was wir hier wollten. Jetzt dürfen wir nur nicht vergessen, dass wir die Verträge dann da auch noch machen, ne? Auf der anderen Seite, wenn wir jetzt dieses zufällig machen, ich glaube, dann werden doch bestimmt Wörter, dann lass uns das mal mit dem zufällig gerade nochmal testen. Nur damit wir es haben, ne? So, da sind wir raus. So, jetzt gehe ich ganz nach da oben, bis die Ecke da zu sehen ist. Wir können das ja auch nochmal gerade schließen. Das brauchen wir gerade in diesem Moment nicht. Ich gehe nochmal runter. Und ich gehe so weit links,
dass wir das ganze Land haben, was hier ist. Und jetzt drücken wir mal einmal da drauf. Ist jetzt was passiert? Ich glaube nicht, ne? Ich habe jetzt nicht gesehen, dass hier was zugekommen ist. Industrieliste ist hier. Sägewerk. Okay, es ist doch was gekommen. Irgendwo hier ist ein Sägewerk hingekommen. Da haben wir es wahrscheinlich. Ist es das da, ne? Okay. Dann passt das, ja? Bretter machen die, verbrauchen Holz. Baustofflager. Sind die? Das ist natürlich wieder krass, ne? Dass die Firma, wo ich es für machen wollte, nicht angeschlossen worden ist. Voll doof. Aber es gibt noch mehrere Sägewerke, sehe ich gerade. Eins da. Das ist kein, ach, Stahlwerk, kein Sägewerk, okay. Brauerei, jetzt nach was sollte man, so nach Produktion sollte man strukturieren. So, die Mühle hatten wir aber schon, ne? Ja, die steht da. Ja, es ist tatsächlich ein Sägewerk dazugekommen und das ist zufällig da entstanden. Ah, das ist ja jetzt echt kompliziert. Ich weiß aber nicht, ob Simotrans das hier macht, dass es das mal irgendwie die Verträge ändert dann, ne? Und die nächste Frage ist, wo kommt das Holz weg? Das Holz ist ja auch noch nicht da. So, das heißt, wir machen das nochmal wie gerade eben. Und müssen nochmal draufklicken. Jetzt ist auf jeden Fall da und da was gekommen. Und da oben auch nochmal. So, das bedeutet, wir gucken wieder in der Liste am besten nach. Abfallsammelstelle, hatten wir die schon? Wohl nicht, ne? Wo ist denn die jetzt hingekommen, die Abfallsammelstelle? Da? Ja. Importeur kennen wir schon. Baustofflager hatten wir schon. Ist die Frage, haben die sich was geändert? Ne, ist immer noch nur das Baustofflager. Haben die denn hier Lieferanten bekommen? Das ist die nächste Frage. Nö. Ist ein bisschen tricky, was jetzt hier gerade passiert, ne? Jetzt würde ich mal sagen, rufen wir nochmal die Karte hier auf. Zoomen raus, gehen mal nach hier. Und schauen mal zu, was Simotrans uns jetzt so bietet. Ich habe jetzt nicht gesehen, dass was mehr geworden ist. Das ist schon wieder doof, ne? Papierfabrik, die gab es glaube ich vorher nicht, oder? Zoom mal gerade rein und nochmal die Papierfabrik. Dann hat er doch die ganze Karte gemacht, oder wie sehe ich das? Dann hat er doch die ganze Karte gemacht. Weil da waren wir ja nicht. Hm.
Und Lieferant, Verpackungshersteller. Der ist auch hier gelandet. Ne, Döbeln ist das, aber der ist da gelandet, aber leider. Der hat auch einige Dingens hier. Zementfabrik ist ein Verbraucher. Und das sind Lieferanten. Die Raffinerie. Jetzt können die wenigstens an die Verpackungshersteller liefern, aber die Kette ist nicht fertig, würde ich sagen, ne? Das ist unser Problem. Also das ist schon mal cool zu wissen, dass es überall baut. Und jetzt müsste sich hier mal was ändern irgendwann, oder? Ist nur die Frage, ob sich beim offenen Fenster was ändert. Ist jetzt noch nicht, ne? Okay, irgendwas ist zugegangen jetzt. Jetzt haben wir wahrscheinlich so viele Fabriken. Was haben wir hier? Ein Zementwerk, eine Kiesgrube, Abfallsammelstelle, Kohlebergwerk, Sandgrube, Verpackungshersteller, Baustofflager, Baustoffbetonwerk. Ja, und er hier hat sich nichts geändert. Immer noch Stahlwerk. Da sind schon zwei Baustofflager dann rausgekommen. Eins ist direkt nebenan, das neue ist. Adenau. Okay. Ja, so wie wir gerade feststellen, ist es das auch nicht, was wir machen wollen. Weil, tja, irgendwie klappt das nicht. Jetzt will ich mal gerade noch einen Check machen. Also die 9026, ne, da kommt unsere Dingensfabrik jetzt hin. Oder da in die Nähe, sagen wir mal. Wir müssen ja nicht genau dahin, ne? Wo waren das? Hier oben irgendwo. Hier hatten wir das. Das Feld ist jetzt so 25, 1, 90, 23. Ja, das bedeutet, wir sind in der öffentlichen Hand. Wir gehen hier hin, wir gehen in den Editor, wir gehen in diese Liste und holen uns da jetzt das Sägewerk weg. Sandgrube. Super, Sägewerk. Ah, da. Alles klar, dann ist es das. Und das platzieren wir jetzt hier. Dieser Boden ist ungeeignet. Wo muss denn das Ding stehen? Alle Klimazonen. Fabrikkette, Stadtbauen. Was war das jetzt, dass das so passiert ist? Fabrikkette, Landbauen. Oh Mann, ey. Ist denn die Maschinenfabrik hier bei? Und da waren sie wieder, unsere Probleme. Maschinenfabriken sind out. Die will keiner haben. Wo ist denn hier eine Apotheke? Gibt's doch gar nicht, oder? Auch veraltete zeigen, na dann. Baustelle Eisenbahn, neues Kohlekraftwerk, Oktoberfest, Steinkohlekraftwerk, Versandhandel. Das war es nicht, sondern hier muss es irgendwo sein. Aber
Es gibt keine Maschinenfabrik. Ja, irgendwie schaut es so aus, als ob wir da ein Problem haben, ne? Die Maschinenfabrik kriegst du gar nicht mehr hin, oder wie? Also, warte mal, wir machen nochmal die Maschinen in das Sägewerk. Weil wir können ja auch mal das alte Sägewerk auswählen. Alle Klimazonen. Wenn ich das jetzt da hinbaue, dann geht das. Ach so, wir werden vielleicht die Fabrikkette noch setzen müssen, ne? Aber hier gibt es auch keine Maschinenfabrik. Ist jetzt aber gerade nicht schlimm, weil wir jetzt hier. Können wir ja den nehmen und dann gucken, ob wir das verbinden können. Mit dem. Der Baumarkt geht, ne? Hier sehe ich nichts. Das ist da irgendwie dran, ne? Ah, das geht doch. So, das heißt, wir machen den Editor zu, machen den zu, gucken mal hier und siehe da, wir haben jetzt das Sägewerk verbunden. Glaube ich. Das war es nicht. Ah, das ist das Stahlwerk, alles klar. Okay, das ist das Sägewerk. Und das Sägewerk hat jetzt komischerweise auch eine Verbindung, oder wie sehe ich das? Geräte und Maschinenfabrik heißt das Ding. Deswegen konnte ich das wahrscheinlich nicht finden, ne? So. Also bedeutet das jetzt, dass wir nochmal den Spielstand neu laden. Und zwar den 203er von der letzten Folge. Sind wir jetzt frisch. Wir gehen jetzt hier unten hin. Oder wo war das? Nee. Das ist ja falsch, wir waren bei Riedenburg. Wir gehen hier hin. Dahin. Und gehen in die öffentliche Hand. Holen uns den Editor ran, den richtigen Editor. Bauen hier jetzt auf allen Klimastufen das Ding. Fabrikkette Stadt bauen. So, jetzt müssen wir Geräte und mal Haushaltsartikel. Heißt das jetzt sehr interessant. Und die Geräte und Maschinenfabrik, die finde ich jetzt hier nicht. Bevor ich das jetzt aber mache, ne? Geräte und Haushaltsartikel, die gibt's da. Auch veraltete Anzeigen müssen wir vielleicht nur anklicken, ne? Getreide, Silo, Gastwirtschaft mit Laden. Baustelle. Ja, alles das, was wir wollen, ist nicht dabei. So, das bedeutet, was machen wir jetzt? Das ist Holz und wir können das, beziehungsweise das machen. Brauchen das aber gar nicht groß jetzt erstmal, weil wir jetzt einfach nur. Hä? Mach nochmal zu. Industrieanlage bauen. Alle Klimastufen. Fabrikkette Stadt. Und wieso ist das jetzt so ein Symbol, dass ich das nicht bauen kann? Es wird immer spannender. Industrieanlage bauen. Sägewerk sollten wir aussuchen, dann weiß der auch, was wir bauen wollen, ne? Wir bauen das Neue. Alle Stufen. Fabrikkette, gucken wir noch mal rein. Geräte und Haushaltsartikel gibt's da.
Und in diesem Moment habe ich es geschafft, dann umzuschalten, ne? Jetzt würde ich das bauen, glaube ich. Also auf ein neues. Sägewerk. Alle Stufen. Fabrikkette Stadt bauen. Das verstehe ich jetzt nicht. Und jetzt kann ich das da hinsetzen, dann baue ich das. Das bringt mir jetzt nichts. Das bringt mir alle nichts. Zack. Ich möchte das Sägewerk. Von da kommt hier hin. Boden ist ungeeignet, ist doch geeignet ab jetzt. So, das bedeutet, das ist erledigt. Nächster Schritt ist reingucken. Ah, guck mal, der ist automatisch verbunden. Wollen wir uns keine Sorgen machen. Läuft. Gut, jetzt ist nur die Frage, er braucht Holz. Bretter und Holz. Jetzt ist die Frage, wir brauchen jetzt eine neue Zufallszahl. Die 302 zu 397. 302. Wo sind wir hier? Bei 214, 119. Ich hoffe, das liegt nicht irgendwo im Wasser. 302 ist dann noch da, oder? 302 liegt im Wasser. Aber wir haben noch Hoffnung. 397. Nee, das ist hier unten irgendwo. Was ist das da? Hamburger-Ballett, okay. So, 300. Siebenundneunzig, 303, 303, irgendwo hier. Zwei braucht man. Das heißt, das ist diese Richtung. Eins. Das heißt, wir sind jetzt hier. Alles klar, jetzt wissen wir, wo es ist. 1000 Fenster hier auf. Und jetzt brauchen wir einen Wald, oder? Gibt es hier einen Wald? Da. Und der Wald kommt jetzt einfach hier hin. Alle Dingens müssen wir machen. Rotation zufällig. Zack. Da ist der Wald. Und jetzt müssen wir noch den Wald angucken. Ist mit unserem Sägewerk verbunden. Das heißt, der Wald, der braucht nichts, der wächst von alleine. Sägewerk geht. Ja, warte mal, dann können wir jetzt gerade dann den Weg nochmal gehen. Das geht nach da. Und das geht zur Baustofflager. Die verkaufen das ja direkt. Und das geht zum Geräteladen. So, was brauchen die noch? Verpackungsmittel. Und die Verpackungsmittel, die machen wir dann in der nächsten Folge. Da kümmern wir uns drum. Ich glaube, das ist auch eine größere Kette, die dahinter sitzt. Na, die müssen wir dann noch fertig kriegen. Und Haushaltsgeräte, die werden ja gemacht, die müssen aber irgendwo noch verkauft werden. Ne? Kann das sein, dass das nicht mehr funktioniert? Das müssen wir dann mal sehen. Weiß ich nicht, aber wir haben ja unseren Zufallsgenerator, der uns da alle wirtschaftlichen Zweige dann dahin macht. Und ja, soweit erstmal gut, würde ich sagen.
Alles klar, dann würde ich sagen, recht herzlichen Dank fürs Zuschauen und ich würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal auch wieder mit dabei seid. Falls ihr noch kein Abo habt, macht eins. Falls euch die Folge gefallen hat, gebt einen Daumen hoch. Macht euch die Glocke an, kriegt damit, wenn ich das nächste Video hochlade. Und Kommentare herzlich willkommen. Ich weiß, ihr schreibt bestimmt was rein, weil das so eine ganz vermurkste Folge war. Aber jetzt kann man so ein bisschen sehen, wie es dann funktioniert. Und ja, teilt das Video auf all euren Kanälen, damit andere da teilhaben dran können. Alles klar, wir sehen uns. Bis dann. Tschüss.